Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit über meinen Tag und meine Woche vermutlich so ein bisschen. Wir haben es heute Freitag und wir haben kurz nach 1 Uhr. Ich weiß gerade nicht, wie das Licht ist, weil auf einmal kommt jetzt hier die Sonne. Aber naja, ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und muss nur so einiges zusammenfassen und einiges erledigen. Möchte so eine Stunde auf jeden Fall mich mit meinen Unterlagen beschäftigen und befassen und noch ein bisschen was erarbeiten. Und danach werde ich dann vermutlich ein bisschen lesen, ein bisschen noch die Küche aufräumen und Haushalt machen. Aber jetzt erstmal lernen. Ich war heute übrigens schon sehr fleißig, deshalb bin ich auch geschminkt, weil normalerweise ehrlicherweise zum Lernen oder für Haushalt oder wenn ich zu Hause bin, bin ich eher ungeschminkt. Aber ich habe schon einige YouTube-Videos vorgedreht, jede Menge, weil die nächsten Tage und Wochen recht stressig mal wieder werden und ich dann nicht so viel Zeit wahrscheinlich habe, genug Videos zu drehen. Und deshalb habe ich heute Morgen die Zeit mal genutzt und habe einige Videos vorgedreht. Und jetzt werde ich lernen und melde mich dann später bei euch. Ciao! Juhu, ich melde mich jetzt nochmal wie bei euch. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Ich habe eine Stunde was gearbeitet. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich im Moment viel länger gerade nicht so richtig hinbekomme. Ihr seht es vielleicht auch an meinem Schal. Ich bin schon die ganze Woche angeschlagen und krank. So langsam wird es wieder. Aber mich hatte so eine tolle Nasennebenhöhlenentzündung erwischt. Und dementsprechend bin ich noch so etwas matschig, ich habe noch so Kopfschmerzen, ein bisschen Halsschmerzen, fühle mich einfach ja überhaupt nicht fit und merke auch irgendwie, wenn ich kurz was mache, fühlt es sich an, wie wenn ich so eine Stunde Dauerlauf gemacht habe. Also ich bin einfach noch total schlapp und werde noch nicht so, sorry, meine Stimme hört man auch, nicht so fit. Also ja, das ist ein bisschen blöd natürlich, weil der Zeitpunkt immer ungünstig ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich werde immer dann krank, wenn ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe, tausend andere Dinge geplant sind und es eigentlich überhaupt nicht passt. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen, da müssen wir wohl durch. Ich dachte, ich zeige euch mal meine Bücher, die ich aktuell lese, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt. Und zwar lese ich einmal hier Wir beide vielleicht. Das ist dieses Buch von Kemper Donovan. Das lese ich gerade, da bin ich aktuell auf Seite 150 und finde es bisher so mittelmäßig, haut mich noch nicht so ganz vom Hocker. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich bin jetzt knapp bei einem Drittel, würde ich sagen. Wenn ich auf 200 bin, habe ich ungefähr die Hälfte. Da bin ich gespannt drauf, das lese ich gerade. Und dann lese ich noch, das seht ihr leider jetzt nicht, das Cover, das ist in meiner Leselotte-Hülle. Und zwar aber Mit uns der Wind von Bettina Behlitz. Ich weiß gar nicht, da bin ich auf Seite 100 aktuell. Das gefällt mir bisher wirklich gut. Also das finde ich richtig cool, das macht mir Spaß. Und da geht es ja um ein Mädchen, was Narkolepsie hat. Das heißt, sie schläft ständig ein. Will aber unbedingt auf Ruck am Ring und das gefällt mir bisher ganz gut. Ich mag auch die Atmosphäre und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und dann wollte ich euch noch zeigen, ich habe ein neues Hobby, eine neue Leidenschaft. Ich glaube, ich habe euch das noch nicht wirklich gezeigt. Und zwar bin ich auch dem Wahn verfallen und mache Bullet Journal. Hier seht ihr meins. Aktuell ist es schon gut gefüllt, muss ich sagen. Ich habe es im September begonnen und habe mittlerweile schon 87 Seiten vollgeschrieben. Das Licht ist ein bisschen doof. Genau. Ja, das ist meins. Ich habe so ein Leuchtturm, 1917 ist es. Und habe da das selber so ein bisschen beklebt mit Washis und habe dieses mit diesen Punkten, damit man da so eine Orientierung hat. Und wie gesagt, ich nutze es wirklich sehr, sehr gerne und bisher richtig viel. Ich kann euch hier mal zum Beispiel so eine Wochenübersicht von mir zeigen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich dazu auch mal ein Video mache, weil es aktuell einfach auch was ist, was mir richtig Spaß macht und ein Hobby. Und ich muss zugeben, seit ich das habe,
bin ich etwas organisierter und tatsächlich erledige ich irgendwie mehr, weil es alleine schon motiviert, wenn man eine schön gestaltete Seite hat und dann da so seine Punkte abarbeiten kann. Ich mag es aktuell noch gerne sehr, sehr bunt. Ich habe da zum Beispiel auch eine Seite dazwischen gemacht mit ganz vielen Washis. Also ich habe mir auch so richtig viel dazu gekauft. Stempel, Washis, Sticky Notes, Stifte und so weiter. Das heißt, falls ihr da Lust drauf habt, kann ich auch gerne mal dazu ein Video für euch drehen, falls es den einen oder anderen interessiert. Hier finde ich zum Beispiel, das ist cool geworden mit den Vögelchen hier oben. Genau, aber wenn ihr Lust habt, müsst ihr das sagen, dann würde ich mal so ein Blick in mein Bullet Journaling machen oder euch mein Zubehör zeigen. Das werde ich dann gern für euch machen. So, ich werde jetzt meine Bücher schnappen, werde mich auf die Couch legen, einen Tee kochen, weil ich irgendwie doch Halsweh habe. Ich werde es mir da jetzt erstmal kuschelig und gemütlich machen. Heute ist auch so ein bisschen grau und grau, obwohl es die letzten Tage eigentlich ganz schön war. Und werde dann erstmal auf die Couch verschwinden und werde mich später bei euch melden, wenn ich mal was gelesen habe. Und wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es mittlerweile Samstagmorgen, 10 Uhr. Meine Haare sind noch so ein bisschen nass, weil ich gerade aus der Dusche komme. Und gestern habe ich mich jetzt nicht mehr gemeldet. Ich habe allerdings in diesem Buch, wir beide vielleicht jetzt 200 Seiten gelesen. Das heißt, ich habe ziemlich genau die Hälfte und muss sagen, ich finde, es ist ein Buch, das in Ordnung ist, reißt mich aber aktuell noch nicht so ganz vom Hocker, plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ob es noch irgendwas bringt, was mich dann überzeugen kann. Ja, wie gesagt, wir haben es kurz nach 10, Samstagmorgen. Ich sitze hier auf dem Sofa und habe so meine Lernunterlagen, hier so meine Mitschriften um mich ausgebreitet und werde jetzt etwas lernen und dann werde ich vermutlich, wenn mein Freund dann von der Baustelle kommt, müssen wir nochmal kurz in die Stadt einiges erledigen, denn unsere Waschmaschine hat diese Woche den Geist aufgegeben. Wir haben jetzt unsere Wäsche mit zu meinen Schwiegereltern in Spee genommen. Da können wir jetzt erstmal waschen, aber natürlich ist das kein Dauerzustand. Und wir brauchen dringend eine neue Waschmaschine und da werden wir wahrscheinlich dann später noch kurz in die Stadt fahren und nach einer Waschmaschine schauen. Und so langsam wird es jetzt kalt und Richtung Winter und ich brauche dringend noch ein paar schwarze, einfache Stiefel, die einfach unter alles passen. Und ja, das werden wir hoffentlich heute Mittag erledigen. Ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen was arbeiten. Und je nachdem, wie weit ich da vorwärts komme und wie schnell wir in die Stadt fahren, vielleicht noch ein bisschen lesen und mich dann einfach später nochmal bei euch melden. Bis dahin, tschüss! Hallo ihr Lieben, ich habe gedacht, ich melde mich auch mal wieder. Ich setze mich immer richtig hin. So, wir haben es heute bereits Dienstag, das heißt, ich habe jetzt 2 Tage mich nicht gemeldet, und zwar Sonntag und Montag. Ich sitze hier gerade mit meinem Kaffee, den ich mir gerade gemacht habe, und ein paar Keksen und werde mich jetzt wieder ans Lernen stürzen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Wir haben es jetzt gleich 15 Uhr und ich habe vor, noch ein bisschen was zu lernen. Ich hoffe, dass mit dem Licht geht irgendwie, weil ständig die Sonne kommt und geht wieder. Ja. Lesetechnisch ist nicht allzu viel bei mir passiert. Ich habe die letzten 2 Tage tatsächlich so gut wie gar nichts gelesen, was einfach daran lag, dass ich die Zeit, die ich frei hatte, eigentlich mit Lernen verbracht habe und ansonsten unterwegs war. Aber ich höre im Moment noch ein Hörbuch und zwar von Legend, Fallender Himmel. Das Hörbuch, das gibt es nämlich kostenlos bei Spotify, oder bei Spotify gibt es das. Und da bin ich aktuell jetzt auf Seite 200, das heißt schon ein bisschen was über die Hälfte. Und das habe ich mir, höre ich gerade, weil ich unbedingt den zweiten Band jetzt endlich mal in Angriff nehmen möchte, aber ehrlicherweise gar nicht mehr so viel vom ersten weiß, denn das ist schon ewig her. Und um da wieder so ein bisschen reinzukommen, habe ich mir überlegt, ich werde jetzt dann den ersten hören. Das gefällt mir richtig gut und
aktuell muss ich sowieso sagen, komme ich mit Hörbüchern gerade etwas besser klar, weil es im Moment einfach sehr stressig ist bei mir und recht wenig Freizeit gerade ist. Das wird jetzt noch bis Ende Oktober so sein und dann wird es, denke ich, wieder besser. Aber Hörbücher ist sowas, das kann ich einfach immer hören. Das höre ich auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich zu Fuß gehe. Das höre ich im Auto, wenn ich irgendwo hinfahren muss. Ich höre es aktuell auch, wenn ich Haushalt mache. Also alles Dinge, die ich einfach machen muss, die man nicht unbedingt schieben kann. Und dabei höre ich Hörbuch und das finde ich richtig gut. Und ich habe jetzt bei Spotify gesehen, da gibt es richtig viele gute Hörbücher. Und gerade um wieder in so eine Reihe reinzukommen, finde ich es halt richtig genial, weil ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte und ja, bin dann wieder drin und kann dann hoffentlich den zweiten Band lesen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich werde jetzt mich mal an die Arbeit machen und ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal melde, aber ansonsten morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder zum Vlog. Wir haben es mittlerweile bereits Freitag, das heißt, es ist jetzt seit dem ersten Schnipsel eine Woche vergangen und ich hatte mich jetzt, glaube ich, wieder 2 Tage nicht gemeldet, aber einfach aus dem Grund, weil nicht so viel passiert ist und ihr seht mich heute nicht, sondern ihr seht diese Einstellung, weil ich einfach gerade überhaupt nicht kameratauglich bin und das heute auch nicht mehr werde. Aber jetzt erstmal zum Lesen, worum es hier eigentlich gehen soll. Ich habe in Wir beide vielleicht noch etwas weiter gelesen und bin jetzt aktuell auf Seite 263 von 379. Also ich habe noch knapp 130 Seiten in dem Buch. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das Buch finden sollte, obwohl ich jetzt schon recht weit bin. Ich finde die Idee ja total schön. Hier geht es ja um, wenn ihr das jetzt lesen wollt, könnt ihr es euch anhalten, wenn ihr euch den Klappentext anlesen wollt, aber es geht knapp um Richard und Elizabeth. Die beiden haben eigentlich so gar nichts miteinander zu tun, leben ja auch in ganz unterschiedlichen Welten eigentlich und bekommen dann ein sehr unmoralisches Angebot. Und zwar bekommen beide 500.000 Dollar, wenn sie sich ein Jahr lang jede Woche mindestens 2 Stunden quasi zu einem Date verabreden. Und die beiden nehmen das Angebot dann auch an. Also ich finde die Idee sehr, sehr gut und habe mir da eigentlich sehr viel von versprochen, finde aber ehrlich gesagt aktuell für mich, mir geht es irgendwie zu wenig um die Dates der beiden. Also ich hatte irgendwie mehr Konfliktpotenzial und dass man viel intensiver diese Treffen der beiden verfolgt, aber es haben einfach noch andere Personen was zu sagen. Einmal eine gute Freundin von Richard und einmal quasi ein Freund Bekannter von Elizabeth. Und irgendwie, ja, wer weiß ich nicht, finde ich das nicht so gut und fände es schöner, wenn man mehr mit den beiden zu tun hat. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird. Und wer warum den beiden eben dieses Geld anbietet und was da tatsächlich dahinter steckt. Genau, das habe ich. Ich glaube, da habe ich auch jetzt wirklich nur 60, 70 Seiten seit dem letzten Mal gelesen. Aber ich komme im Moment einfach nicht so viel zum Lesen. Das habe ich gelesen und dann haben wir hier noch Legend, Fallender Himmel von Mary Lou. Das höre ich hier aktuell und da komme ich eigentlich ganz gut weiter. Da bin ich aktuell auf knapp Seite 300 und das sind, glaube ich, noch quasi 60 Seiten, die ich da habe und noch so 1,5 Stunden, glaube ich, Hörbuch. Das gefällt mir wieder, also ich kenne das Buch jetzt so schon, es ist quasi ein Reread oder ich höre es jetzt nochmal. Ich mochte die Dystopie damals schon, mag es jetzt immer noch gerne. Es geht hier um Day und June und wieder um eine dystopische Welt. Auch hier könnt ihr, wenn ihr das jetzt lesen wollt, gerne mal Stopp drücken. Genau, um eine dystopische Welt. Und Day ist ja der meistgesuchte Verbrecher dort. Und June, dieses hochbegabte Mädchen in diesem System, die eben mit 15 schon Elitesoldatin ist. Und die beiden begegnen sich dann. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke, das werde ich heute oder morgen auf jeden Fall beenden zu hören und werde dann, wenn ich wahrscheinlich wir beide vielleicht beendet habe,
anfangen zu lesen. Genau, aktuelles Hörbuch hören für mich viel, viel einfacher. Ich schaffe da viel, viel mehr, weil ich das einfach fast überall, habe ich ja schon mal gesagt, machen kann. Und aktuell bin ich auch manchmal ein bisschen im Auto unterwegs. Gestern hatte ich jetzt auch so 1,5 Stunden, wo ich einfach unterwegs sein musste, wo ich mir verschiedene und wo ich dann gehört habe, wo das eigentlich super funktioniert. Morgen werde ich auch mindestens so 2 Stunden im Auto verbringen müssen. Da werde ich dann auch hören. Ich habe mir übrigens, wenn ich das beendet habe zu hören, habe ich mir von Charlotte Link im Tal des Fuchses bei Audible mit meinem neuen Guthaben runtergeladen, weil mir ja die Entscheidung von ihr so gut gefallen hatte und ich wieder richtig Lust auf Charlotte Link habe. Und das gab es jetzt gerade, oder gibt es bei Audible umgekürzt. Und das habe ich mir dann runtergeladen und das werde ich dann morgen anfangen. Und ja, das werde ich morgen auch vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, falls ich morgen vlogge. Ansonsten ist meine aktuelle Beschäftigung oder Leseding das hier. Ich habe morgen eine Klausur und da muss ich so einiges, ab hier quasi, ich bin ja so ein Freak und schreibe das immer alles total schön und ordentlich und unterstreiche das und markiere das und male und mache. Da kann ich es mir irgendwie besser merken und das ist so aktuell eigentlich heute meine Lektüre und aus dem Grund sehe ich auch nicht so vorzeigbar aus, weil ich habe heute mir noch einen Tag Urlaub genommen, um wirklich nochmal ordentlich mir alles reinzupauken, auch nochmal so ein paar Probeklausuren für mich zu schreiben. Das werde ich jetzt dann als nächstes angehen. Und deshalb bin ich heute so absolut im Gammel-Look, absolut nicht vorzeigbar, weil ich wirklich nur entweder am Schreibtisch oder jetzt zum nochmal durchlesen, habe ich es mir jetzt hier auf dem Sofa gemütlich gemacht. Und das werde ich, wie gesagt, den ganzen Tag wahrscheinlich heute machen. Und deshalb bin ich morgen dann auch 2 Stunden, mehr, ein bisschen mehr wie 2 Stunden, jetzt 2,5 wahrscheinlich, im Auto unterwegs, weil ich da hinfahren muss und die Klausur schreiben muss und dann wieder zurückfahren. Und eventuell muss ich morgen Abend dann auch noch meinen Freund und einen Kollege von ihm entweder am Bahnhof oder sogar dort abholen. Das wäre dann auch nochmal einfach eine 1,5-stündige Fahrt. Also werde ich morgen sehr viel Auto fahren. Und deshalb habe ich dann ganz viel Zeit wahrscheinlich zum Hören. Ach genau, ich wollte euch noch, das hier habe ich übrigens, ihr seht ja das, mit so einem coolen neuen Füller geschrieben, denn ich schreibe total gerne Füller. Schon immer und mache das auch wirklich jetzt noch und habe das schon vor meinem Bullet Journaling gemacht. Ich strecke mich mal und finde das total cool und habe mir jetzt noch einen neuen Füller gegönnt und war so ein Kalligraphie. Ach, das ist mir scharf. Sorry, ich muss das jetzt mal, liebe Kamera, stelle scharf. Ja, so halb. Genau, so ein Kalligraphie-Füller, der ist von Only, heißt das, glaube ich. Genau. Ach, kennt ihr das, wenn dieses blöde Ding nicht fokussieren will? Nee, egal, auf jeden Fall ist es von Only und das sind diese, runden Spitzen hier. Und da waren dann 3 verschiedene Spitzen dabei. Das ist jetzt die dünnste. Und dann gibt es noch 2 dickere Spitzen. Und das habe ich mir geholt mit einigen bunten Patronen und möchte wahrscheinlich in meinem Bullet Journaling etwas mehr damit schreiben. Aber ich habe tatsächlich noch, also ich schreibe auch wirklich so mit Füller, noch meinen alten, ich weiß gar nicht, was das war, was für eine Marke das ist, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hatte ich, oder habe ich den noch aus meiner Schulzeit. Das ist wirklich noch so ein alter Füller und ich bin jetzt, Moment, ich habe, ich glaube 12 Jahre, genau, seit 12 Jahren aus der Schule und habe noch diesen Füller hier. Der ist auch wirklich gut und schreibt noch super. Den habe ich tatsächlich und benutze den auch, wenn ich Zusammenfassungen schreibe oder so für die Uni. Und dann habe ich noch so einen. Ich weiß gar nicht, wo der mal her war, aber da muss ich sagen, das war so ein günstiger. Und das merkt man
dem halt auch an. Aber tatsächlich, wie gesagt, schreibe ich noch gerne mit Füller. Ja. Das war's dann, denke ich auch mal. Ich habe jetzt schon ewig lange gelabert mit meiner Laberei und auch mit diesem Vlog, Lese, One-Dings, egal wie man es nennen mag. Ich weiß noch nicht, was für einen Namen ich dem Ganzen gebe. Ich werde mich dann, denke ich, morgen wieder bei euch melden mit einer neuen Woche und dann natürlich auch mit einem neuen Video dazu. Das war's dann von mir. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das. Bei mir im Moment machen das hier alle dieses Videoformat. Aber auch ich finde es eigentlich ganz cool, weil es vom Aufwand her, also man kann halt mal schnell die Kamera rausschmeißen, holen und sagen, was man so denkt und fühlt, finde ich ganz cool. Und ihr könnt mir ja mal, falls ihr Lust habt, sagen, wie euch das gefällt. Bis dann. Tschüss.